Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir werden heute zusammen meine Bücherbestellung durchgehen und ich zeige euch auch noch meinen Sub oder mein Sub. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das richtig ausspricht. Eigentlich wäre Sub ja besser, weil das ja deutsch ist, aber irgendwie hört sich das komisch an, oder? Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir. Aber wir fangen jetzt einfach direkt mal an und zwar mit meiner Thalia-Bestellung. Die ist ein bisschen ausgeartet, aber ja. Ich habe auch einiges aufzuholen, weil ich ja relativ spät jetzt wieder angefangen habe zu lesen und diese gehypten Bücher ja schon voll viele gelesen haben und ich nicht. Und die muss ich jetzt alle aufholen. Deswegen, genau, fange ich einfach mal direkt mit dem ersten Buch an, was wirklich krank gehypt worden ist und ich sehr gespannt bin, weil Fantasy mir sehr gut gefällt. Ihr könnt es euch schon denken. Es geht um Fourth Wing. Ich habe mich ein bisschen gegen den Hype gesträubt, weil ich weiß auch nicht, ich wollte dann irgendwie dann nichts lesen, was so ultra gehypt ist. Andererseits, es ist ja nicht umsonst so gehypt und vielleicht ist das auch einfach sein Hype wert. Ich denke, ihr wisst alle, worum es geht. Für die, die es nicht wissen, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Violet hat sich ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, Schriftgelehrte zu werden und ihre Mama ist aber Generalin fürs Drachenreiten. Ich das richtig verstehe. Und sie hat keine Wahl und muss Drachenreiterin werden. Das überleben jedoch nicht allzu viele. Und sie hat sich natürlich ihr ganzes Leben lang darauf vorbereitet, Schriftgelehrte zu werden und nicht Drachenreiterin, wie das die Drachenreiter-Ausbildung machen, sonst tun. Und ja, dann ist noch ein bisschen Romance dabei mit Xaden. Und ja, ich bin ganz, ganz gespannt, wie das ist. Das werde ich auf jeden Fall in naher Zukunft lesen. Dann auch ein extrem gehyptes Buch von Colleen Hoover, Verity. Ich bin richtig gespannt, weil das soll ja schon Richtung Psychothriller gehen. Und ich lese was eigentlich ganz gerne. Es geht um Loan Ashley und die ist eine Autorin, aber eine nicht ganz so bekannte Autorin, soll aber plötzlich die die Psychothriller-Reihe von Verity Crawford weiterschreiben, die seit ihrem Unfall nicht mehr in der Lage ist zu schreiben. Und genau, dann zieht sie halt erstmal in das Haus von Verity und ihrem Mann ein. Jeremy heißt er. Und wie sollte es anders sein? Natürlich gibt es da auch so ein bisschen Anziehungskraft zwischen den beiden. Und in dem Haus gehen so ganz komische Sachen vor sich. Und ich bin gespannt, wie dieses Buch ist. Ich glaube, das wird auch einer der nächsten Bücher, die ich lese, weil ich das Unmögliche liegen lassen kann und was anderes lesen. Ich glaube, das werde ich definitiv in naher Zukunft lesen. Als nächstes Buch haben wir Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Es geht um Olive, die ist Biologie-Doktorandin und die küsst plötzlich den erstbesten Mann in ihrer Nähe, um ihrer Freundin Anne zu beweisen, dass sie nicht mehr auf ihren Ex-Freund steht, denn Anne steht auf ihren Ex-Freund, also auf Olives Ex-Freund. Und das ist natürlich der größte Labortyrann, Adam Carlson, und dann faken die zwei eine Beziehung, weil beide was davon haben, was erfahren wir hoffentlich. Gucken wir mal, ob aus dem ganzen Fake-Dating vielleicht doch noch eine Romanze entsteht. Klingt auf jeden Fall richtig süß. Ich glaube, das ist ein bisschen was Leichteres zu lesen, also was Entspannteres. Genau. Ich bin gespannt. Als nächstes haben wir The Mountain Is You. Ich bin auch richtig gespannt. Das ist eher so ein Selbstoptimierungsbuch und sowas lese ich ganz gern. Es geht also ein bisschen darum, dass man sich selber oft im Weg steht und oft Sachen einfach wie ein unüberwindbarer Berg erscheinen. Deswegen auch der Titel. Und ja, ich bin ganz gespannt. Das Buch ist ja auch sehr gehypt und soll richtig, richtig gut sein. Und habe jetzt auf jeden Fall schon hohe Erwartungen an das Buch. Als nächstes haben wir Wenn das Wasser kommt. Das ist ein kleiner Essay von einem niederländischen Autor. Von dem haben wir auch schon Im Grunde gut und Utopien für Realisten. Utopien für Realisten habe ich auch schon gelesen. Das fand ich extrem gut. Und Im Grunde gut hat Armin schon gelesen und er meinte, das wäre auch extrem gut gewesen.
Und das ist jetzt das Letzte, was von ihm erschienen ist. Das ist halt so ein ganz dünner Essay. Der hat auch nur 57 Seiten. Also das kriegt man auf jeden Fall schnell durchgelesen. Und ja, das ist so ein, also seine Bücher sind, spielen so im Hier und Jetzt und gehen viel um ja, Geschehnisse auf der Welt. Soweit ich weiß, geht es halt in dem Buch darum, dass, also im größten Teil um den Klimawandel und dass wir uns die Augen davon nicht mehr verschließen sollen, was alles so passiert. Und ja, ich bin mal gespannt, wie er das in 57 Seiten so ein bisschen einem näher bringt. Sowas tut mir immer ganz gut, zwischendurch zu lesen. Also, dass ich so ein bisschen, ja, Ahnung von dem Weltgeschehen bekomme. Und ich finde gerade, Rutger Bregmann arbeitet das alles extrem gut auf. Also Utopien für Realisten hat halt zum Beispiel sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen behandelt, aber auch noch ganz viele andere Themen. Im Grunde gut handelt davon, dass jeder Mensch im Grunde halt gut ist. Und in dem geht es halt ein bisschen um den Klimawandel. Und sowas lese ich halt, wie gesagt, ganz gern. Also immer mal wieder nur zwischendurch. Ich kann sowas nicht nur lesen, weil mich sonst sowas hart runterzieht. Aber ich finde es trotzdem wichtig, sowas mal zu lesen und auch mal aus einer anderen Perspektive. Als nächstes habe ich Der erste Mensch. Das habe ich für Armin bestellt, aber ich denke, ich werde das auch lesen. Es geht halt darum, dass er, also der Autor von seiner Kindheit erzählt, gespiegelt in einer Figur, die in dem Buch spielt, soweit ich weiß. Und hatte wohl eine relativ schwierige Kindheit mit einer taubenanalphabetischen Mutter, einer dominanten Großmutter. Und auf der Suche nach einer Vaterfigur beginnt er über die eigene Herkunft zu reflektieren. Und ich finde, das klingt sehr spannend, auch ein bisschen hart. Armin liest eher so ein bisschen härtere Bücher. Also manche Bücher, die er liest, kann ich gar nicht lesen, weil mich das, glaube ich, zu sehr bedrücken würde. Ja, aber er hat da so ein bisschen dickeres Fell. Aber das Buch klingt nach einem Buch, was ich trotzdem lesen kann. Genau, habe ich primär halt für ihn bestellt, liegt aber jetzt doch auf meinem Sub oder Sub, wie auch immer. Als allernächstes, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, ist die Scoven-Dynastie. Spricht man das überhaupt so aus? Ich weiß es nicht, aber ihr seht es ja. Da geht es um Alexander Scoven. Der führt ein Luxusleben und dann kommt plötzlich ein skandalöses Video von ihm raus und er muss eine Weile untertauchen und tut das natürlich auf einer Wanderung, Trekkingtour durch die Wildnis Norwegens und da trifft er Nora und die haben halt ein komplett anderes Leben und ja, ich nehme mal an, dass das dann so ein bisschen zu einer Romanze wird und die beiden sich dann doch lieben lernen, obwohl sie aus so unterschiedlichen Welten kommen. Und ich finde, das klingt eigentlich sehr gut. Deswegen bin ich ganz gespannt. Ich glaube übrigens auch, dass das eine Reihe ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich gucke gerade mal rein. Ja, es ist eine Trilogie. Aber der zweite Band muss gerade rausgekommen sein. Das steht Februar 2024. Und der dritte Band kommt im Juli 2024. Okay, dann lese ich das ja relativ passend. Ja, ich bin gespannt, ob ich mir die nächsten zwei Teile dann auch bestelle. Als nächstes kommen wir wieder zu einer Reihe. Und zwar Save Me. Ich glaube, dass das auch. Also, dass alle drei Teile schon draußen sind, soweit ich weiß. Bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ja, okay, die erschienen 2018, also ja, ich bin super spät dran. Soweit ich weiß, ist das so ein bisschen ähnlich zu dem Buch. Also er ist reich und ein der heimliche Anführer des College, wo Ruby Bell ein Stipendium bekommen hat. Und sie erfährt ein Geheimnis von ihm, das seine Familie zerstören würde, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Und plötzlich sieht er sie dann, weil er natürlich Schiss hat, dass das Geheimnis rauskommt. Und ja, dann entwickelt sich natürlich auch eine kleine Beziehung zwischen den beiden. Zumindest lässt das so ein bisschen der Klappentext durchblicken. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und da es auch zwei andere Teile gibt, die Save You und Save Us heißen, nehme ich mal stark an. Dass da auch eine kleine Romanze mitspielt. Zum nächsten Buch, das kennen wahrscheinlich auch alle und haben wahrscheinlich schon alle gelesen, nur ich wieder nicht. Und zwar rede ich von der Westworld-Reihe.
Es geht um Helena Weston, die nach New York zurückzieht und den Ruf ihrer Schwester herstellen möchte. Denn in einer Partynacht ist ihre große Liebe, also die Liebe der Schwester, tot in der Hotelsuite aufgefunden worden. Und die geben natürlich alle der Schwester die Schuld und Helena möchte das aufklären, dass die Schwester überhaupt nichts damit zu tun hat, weil sie fest von ihrer Unschuld überzeugt ist. Und lernt dann plötzlich Adams jüngeren Bruder kennen. Und ja, da geht es natürlich auch wieder um Gefühle und dass sie sich eigentlich hassen müssten und nicht zusammenpassen. Ja, und ich glaube, das ist auch wieder eine Reihe. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine Trilogie ist. Natürlich. Es gibt die anderen zwei Teile, glaube ich, auch schon. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch ein... Also jetzt ist noch ein Buch erschienen, was daran wohl anknüpfen soll. Ich glaube, Cold Heart heißt das. Genau, also ich bin gespannt. Ja, es ist wahrscheinlich auch richtig dumm, dass ich jetzt schon drei Bücher habe, die eine Reihe sind. Weil wenn die gut sind, dann hole ich mir wahrscheinlich auch alle anderen Teile. Ja, und dann muss ich mir noch 6 Bücher bestellen. Mal gucken, ob die alle wirklich so gut sind und dem Hype wert sind. Mal wieder zu einer Reihe. Wie sollte es anders sein? Und zwar wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe gehört, dass das herzzerreißend sein soll und wirklich hart, aber wunderschön. Deswegen bin ich gespannt, ob das stimmt. Soweit ich weiß, ist das aus einer Ich-Perspektive geschrieben und sie nimmt einen Job als Nanny an in einer reichen Familie und der Mann, also beziehungsweise der Vater der Kinder, wo sie darauf aufpassen soll, den scheint sie schon zu kennen aus ihrer Kindheit und er hat sich jetzt total verändert und ist ja eiskalt, unbarmherzig geworden. Lässt aber ab und zu so ein bisschen durchblicken, dass er doch noch so den kleinen Jungen von früher in sich hat. Und ja, sie möchte dann um diesen Jungen kämpfen, damit so der kleine Junge wieder so aus ihm rauskommt. Und genau, ich meine, das sind auch wieder... Genau, es ist wieder eine Trilogie. Also es gibt noch Wie die Stille vor dem Fall und Wie die Stille vor dem Fall, zweites Buch. Genau, ich bin gespannt. Ich finde auch das Cover unfassbar schön. Das passt übrigens auch sehr gut zu meinen Nägeln. Ja, aber da bin ich auch richtig gespannt drauf, weil es halt einfach so schön aussieht. Ich bin so ein Verpackungsopfer bei allen Sachen. Also gerade bei Büchern, aber auch bei ganz vielen anderen Dingen, muss ich sagen. Deswegen konnte ich da natürlich nicht dran vorbeigehen. Okay, ich glaube auch wieder ein gehyptes Buch. Ich glaube, ich habe nur gehypte Bücher bestellt. Alles, was ich weiß über die Liebe. Ich glaube, im Englischen ist das Buch gelb. Ich fand das ein bisschen schöner, das Englische. Aber ich traue es mir einfach noch nicht zu, auf Englisch zu lesen. Ich glaube, dass ich dann so langsam bin und so frustriert, dass ich dann in eine Leseflaute komme. Deswegen glaube ich, lasse ich das erstmal, lese erstmal auf Deutsch, bis ich so wieder in meiner Reading Area bin, dass ich auch nicht, also ich habe jetzt ja dieses Jahr wirklich wieder richtig angefangen zu lesen und wenn ich jetzt schon im Februar anfange auf Englisch zu lesen, ich glaube, dann flacht mein Lesehype auch ab, deswegen lasse ich das erstmal und lese auf Deutsch, deswegen halt der rote Band, aber das finde ich jetzt auch nicht ganz so schlimm. Genau, also die Autorin erzählt einfach alles, was sie über Liebe weiß, wie es schon im Titel steht, also auch über Liebe, Freundschaft, Liebe. Und ja, ich bin gespannt, ob das auch sein Hype wert ist. Okay, dann als nächstes habe ich den Rest der Twisted-Reihe gekauft. Ich habe ja Twisted Dreams schon gelesen und fand das Buch so unfassbar gut, dass ich leider gleich alle drei anderen Teile noch bestellt habe. Genau, also Teil 2, 3 und 4, glaube ich. Ja, und ich bin schon ziemlich gehypt, weiterzulesen. Jedes Buch handelt von einer der 4 Freundinnen. Der erste Band war ja über Ava und Adam, glaube ich, hießen die. Ich bin schon ganz gespannt. Nächstes habe ich Der Dorfladen. Ich zeige euch jetzt einfach meinen Sub und die Bücherbestellung zusammen, weil alles doch relativ neu ist. Also es sind 2 Bestellungen gewesen und daraus hat sich so mein Sub oder mein Sub entwickelt. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob man das Englisch ausspricht oder Deutsch. Das macht mich bekloppt.
Deswegen, genau, ich zeige euch das jetzt einfach zusammen. Ich hoffe, das ist nicht verwirrend, was jetzt aus der einen Bestellung ist und aus der anderen. Weil im Grunde ist, also der Zeitabstand zwischen meinen Bestellungen war halt wirklich sehr nah. Deswegen ist meine Thalia-Bestellung und die andere Thalia-Bestellung gleichzeitig mein Sub, weil ich ja noch nicht so lange wieder lese und ich mir gerade meinen Sub aufgebaut habe und der jetzt schon wirklich einfach zu groß ist. Aber wir kommen jetzt zum nächsten Buch, und zwar Der Dorfladen. Das spielt 1924 und ich liebe sowas, wenn das so früher spielt und dann die Geschehnisse und die Situation der Menschen von früher so beschrieben wird. Also dass es mal was ganz anderes ist als in der heutigen Zeit, wo man sich dann auch noch Briefe geschrieben hat und ich einfach eine WhatsApp oder so und alles so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es ist einfach eine ganz andere Welt und ich finde das spannend, in die Welt einzutauchen. Aber es geht in dem Buch auf jeden Fall darum, dass Marte, keine Ahnung, eine Frau einen Laden führt, wo man einkauft, die neuesten Nachrichten erfährt und die Unterstützung in allen Lebenslagen findet. Und die Töchter greifen ihr unter die Arme und die mittlere Tochter hat aber große Träume. Sie möchte Schauspielerin werden, zum Entsetzen ihrer Mutter natürlich. Genau, das ist dann halt, dass sie ihren Traum verwirklichen möchte, aber noch ein paar Steine aus dem Weg räumen möchte und natürlich auch wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, von dieser dörflichen Tradition und dem Zusammenhalt nicht weg möchte, aber natürlich trotzdem ihren großen Traum verwirklichen möchte. Und ja, es klingt irgendwie richtig schön und ja, ich bin gespannt, ob mir das Buch gefällt. Ich glaube, das ist nicht ganz so gehypt wie andere. Oh, ich liebe sowas. Da ist sogar so eine Karte drin, wie das Dorf dann aussieht. Ich liebe sowas, dass man dann immer so nachgucken kann und sich dann so richtig in seiner Welt befindet. Genau. Ich bin gespannt. Ich finde das Cover auch wieder richtig schön. Okay, als nächstes haben wir im Grunde gut. Davon habe ich ja gerade schon gesprochen. Das habe ich auch schon ein bisschen länger, hatte das halt angefangen. Und habe dann aber aufgehört zu lesen, weil ich nicht im Mut für das Buch war. Armin hat das jetzt aber vor kurzem beendet und meinte, ich muss es lesen, weil das wirklich gut ist. Genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht halt darum, dass jeder Mensch im Grunde im tiefsten Innern gut ist und schreibt dann halt auch über viele schöne Geschichten, die das so ein bisschen untermauern. Und eigentlich klingt das sehr schön, auch wenn man, weiß ich nicht, wenn man halt einfach so ein bisschen down ist und dann irgendwas dazu liest, dass es, also dass die Menschen dann doch im Grunde alle halt gut sind. Ich glaube, das gibt einem ein schönes Gefühl. Deswegen bin ich gespannt, ob mich das auch so packt wie Armin. Aber ich bin schon voll aus der Puste. Ich bin das gar nicht gewohnt, so Redevideos zu machen. Meistens mache ich ja eher Vlogs. Deswegen bin ich gerade wirklich fertig. Aber wir kommen jetzt zum nächsten Buch. Und zwar ist das Der Leopard. Das hat Armin von einem Freund von uns zu Weihnachten bekommen. Und das spielt auch in einer früheren Zeit in Sizilien oder auf Sizilien, glaube ich. Doch es geht um einen Fürsten, der miterlebt, wie sein geliebter Neffe Tancredi die bürgerliche Angelica heiratet. Und es ist natürlich dann für die Familie relativ schwierig und die italienische Gesellschaft ist im Umbruch. Und das alte Europa gerät ins Wanken. Das ist wohl relativ schwierig geschrieben. Also Armin hatte das jetzt auch schon beendet. Ich möchte das unbedingt auch lesen. Aber ich glaube, dass mir das noch schwerer fallen wird als Armin. Weil da viele Begriffe drin sind, die ich einfach nicht kenne. Also die mir halt einfach fremd sind, weil das natürlich auch eine andere Zeit ist und so. Ja, also Armin meinte, das ist extrem gut, extrem fesselnd. Aber man muss schon ab und zu mal irgendwas googeln, weil das einfach Begriffe sind, die man heutzutage einfach nicht mehr kennt. Und genau, ich bin wirklich richtig, richtig gespannt. Ich glaube, die Szenerie ist auch einfach richtig cool. Also, dass das auf Sizilien spielt, ist dann auch irgendwie eher ungewöhnlich. Und ja, ich bin gespannt. Ich finde das Buch auch richtig, richtig schön gemacht. So in diesem Beige, so mit dem Leoparden, der halt hier so nach hinten läuft. Ja, ich bin halt, wie gesagt, einfach ein Verpackungsopfer. Aber es gefällt mir richtig gut. Das nächste Buch ist Der Junge auf dem Berg. Ihr seht schon am Cover, dass das nicht easy ist. Und zwar spielt das im Zweiten Weltkrieg. Die Tante von Perrault, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ausgesprochen wird,
ist in einem deutschen Haushalt, in dem sie arbeitet, und das ist der Berghof von Adolf Hitler, also die Sommerresidenz von ihm. Und genau, er gerät unter den direkten Einfluss des charismatischen Führers und versucht halt ihm, also Adolf Hitler, seine Treue zu beweisen, indem er zu allem bereit ist, auch zum Verrat. Ich finde, das klingt extrem heftig, und der Autor hat ja schon Der Junge im gestreiften Pyjama geschrieben, was ich wirklich extrem gut fand. Wir haben das damals in der Schule gelesen. Das hat mich komplett zerstört, dieses Buch. Also das hat, also ich denke immer noch ab und zu an das Buch, weil ich das so furchtbar fand, weil das so gut beschrieben ist, wie das damals gewesen sein muss. Also ja, es war einfach herzzerreißend, und ich fürchte, dass das auch so wird. Ich finde es aber unglaublich wichtig, sich mit der Zeit zu beschäftigen, und lese natürlich dann auch gerne darüber, auch wenn mich das immer sehr mitnimmt und man sich trotzdem wahrscheinlich nicht ansatzweise vorstellen kann, wie furchtbar das gewesen sein muss, wenn man das ja aus einer wirklich sehr privilegierten Lage liest. Ja, aber ich glaube, das hilft trotzdem ein bisschen besser, die Menschen zu verstehen und das zu vermeiden, dass sowas halt nochmal passiert. Deswegen finde ich das so wichtig, dass halt aufgeklärt wird, dass darüber immer noch Bücher geschrieben werden und man sich irgendwie versucht, in die Lage hineinzuversetzen, wie furchtbar das gewesen sein muss. Deswegen empfehle ich euch allen, sich mit der Geschichte definitiv zu befassen, auch wenn es hart ist, weil ich das wirklich wichtig finde, dass es halt nicht verloren geht. Das ist voll der Geschichtsexkurs, beziehungsweise ja, ein harter Exkurs, dass man sich definitiv mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen muss, gerade wenn man hier lebt. Und was alles so passiert in letzter Zeit, dass man ja die richtigen Entscheidungen trifft und sich an die Geschichte früher erinnert. Deswegen, das werde ich vermutlich auch ziemlich zügig lesen, einfach weil es aus gegebenen Anlass doch wieder relativ aktuell ist, das Thema. Deswegen, ja. Aber ich sehe jetzt schon, dass mich das komplett zerstören wird, das Buch. Okay, als nächstes wieder etwas Fröhlicheres. Und zwar der... ich halte alles zu. Der Meister und Margarita. Margarita? Ja, ich finde das auch richtig süß illustriert mit dem Kätzchen. Das ist übrigens auch ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Und zwar von dem Freund, der Armin auch der Leopard geschenkt hat. Und ich finde das so unheimlich, wie gut er uns kennt, weil das so perfekte Geschenke waren. Denn das geht um eine Detektivgeschichte, und ich habe gehört, die soll unfassbar gut sein. Das spielt in Moskau zu Beginn der 1930er Jahre, und steht der Teufel sucht die Stadt heim und stürzt die Bewohner mit tatkräftiger Unterstützung seiner Zauberlehrlinge in ein Chaos aus Hypnose, Spuk und Zerstörung. Es ist die verdiente Strafe für Heuchelei, Korruption und Mittelmaß. Doch zwei Gerechte genießen Satans Sympathie. Der im Irrenhaus sitzende Schriftsteller, genannt der Meister, und Margarita, dessen einzige Geliebte. Bulgakows Gesellschaftssatire aus der Sowjetzeit ist ein faustisch-fantastisches Meisterwerk. Genau, und ich bin richtig gespannt, wie das ist. Also soweit ich weiß, ist da so eine kleine Detektivgeschichte dabei, auch wenn es nicht im Klappentext steht. Ich meine, ich hatte dazu irgendwas gelesen. Vielleicht irre ich mich aber auch. Ja, auf jeden Fall habe ich nur Gutes davon gehört, auch wenn das ein bisschen hart sein soll, aber bei weitem nicht so hart wie das Buch. Ja, auch nicht fröhlich, aber trotzdem wahrscheinlich unfassbar spannend. Dann ein super gehyptes Buch, gegen das ich mich sehr lange gesträubt habe, ist das hier, Noch einmal und für immer. Das ist ja der zweite Teil von It Ends With Us, meine ich. Und ich habe mich so krass gegen dieses Buch gesträubt, weil ich keine Fortsetzung haben möchte. Ich bin zufrieden mit dem Ende von It Ends With Us. Und ich konnte nicht so richtig aufhören, daran zu denken, dass es noch einen weiteren Teil gibt. Weil ich halt so zufrieden mit dem Ende bin und möchte, dass es einfach so bleibt und funktioniert. Aber irgendwie reizt es mich dann doch, dass man weiterlesen kann. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass ich das trotzdem lesen möchte, auch wenn ich Angst habe, was in diesem Buch passiert. Genau, ja, ich bin gespannt. Ich lese auf jeden Fall die Sachen von Colleen Hoover extrem gerne, habe ich festgestellt. Ja, oh, es macht mich so nervös, dass ich dieses Buch jetzt hier habe. Ich habe mich so lange dagegen gewehrt.
Ja, ich will euch jetzt aber auch nicht spoilern. Also, wenn ihr, also bei It Ends With Us geht es halt darum, dass Lily einen Mann trifft, der so schlicht der Traummann ist, aber dann doch dunkle Geheimnisse hat und sie aber immer wieder so von ihrer Kindheitsliebe schreibt und ja, dann treffen die beiden sich natürlich, also der superhotte Neue und die Kindheitsliebe und ach, das ist ein Dreieck, das ist unfassbar. Aber mehr erzähle ich euch noch nicht, deswegen will ich euch jetzt nicht zu viel von dem Klappentext erzählen, weil ich glaube, dass das sonst klar ist, für wen sie sich halt entschieden hat und wie das alles ausgeht. Ja, also ich fürchte, das muss ich auch bald lesen. Dann kein Sommer ohne dich. Da geht es um die Abenteuerliste Git Poppy, die mit ihrem besten Freund Alex immer verreist ist. Und das hat sie jetzt seit 2 Jahren nicht mehr getan und bittet ihn aber, noch einmal mit ihm in den Urlaub zu fahren. Und es gibt wohl eine Wahrheit, die seit 10 Jahren still und heimlich im Zentrum ihrer scheinbar perfekten Freundschaft steht. Und die darf natürlich jetzt nicht noch rauskommen. Aber ich glaube, man kann sich denken, was diese Wahrheit ist. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Als nächstes Buch haben wir Happy Places, die gleiche Autorin wie Kein Sommer ohne dich. Und es geht darum, dass Harriet und Wayne, spricht man den so aus? Oder Wynne? Wahrscheinlich Wayne. Keine Ahnung. Die haben sich auf jeden Fall vor 6 Monaten getrennt und sind aber in einer Freundesgruppe immer in ein Haus gefahren, das jetzt verkauft wird. Und sie haben ihren Freunden aber nicht erzählt, dass sie getrennt sind und täuschen dann in der Zeit, in der sie mit den Freunden nochmal das letzte Mal in dieses Haus fahren, vor, dass sie noch zusammen sind. Und ich habe jetzt gehört von einer anderen, die das Buch schon gelesen hat, dass es wohl auch immer als Perspektiven gibt von früher, also dass man auch wohl im Laufe des Buches versteht, warum die sich getrennt haben. Ich bin gespannt, ob sie dann auch getrennt bleiben oder ob sie am Ende dann doch noch wieder zusammen kommen. Genau, aber ich habe jetzt halt wie gesagt gehört, dass das Buch auch nicht ganz so fröhlich ist, also dass der Titel zwar gut passt, aber dass das nicht so fröhlich ist, wie es von außen wirkt. Ich bin gespannt. Ich dachte eigentlich eher, das wäre ein fröhliches Buch, aber ja, ich lasse mich überraschen. Der Stapel ist etwas unsicher hier. Oh, ich hoffe, das fällt nicht um. Dann haben wir Stop Overthinking. Das hat Armin auch schon gelesen. Ich noch nicht. Ich bin aber gespannt, wie das Buch ist. Armin war nicht ganz so begeistert davon. Ich glaube, das liegt aber vielleicht auch daran, dass das für Menschen geschrieben ist, die so in diesen Gedankenkarussellen gefangen sind und so, und dass das vielleicht gar nicht, also dass es Leuten nur gefällt, wenn sie das Problem auch haben. Und ja, ich bin mal gespannt, ob mich das überzeugt, das Buch, oder ob ich es auch nicht so gut finde. Es geht halt ein bisschen darum, wie man aus diesen Gedankenspiralen wieder rauskommt. Und es ist auch so ein Selbstoptimierungsbuch, aber das war auf jeden Fall sehr gehypt. Ist auch nicht so dick. Ich glaube, das kann man auch gut so weglesen. Das hat 186 Seiten. Also ist auf jeden Fall ein gutes Buch für zwischendurch. Mal gucken, ob mich das überzeugt. Dann haben wir noch ein Selbstoptimierungsbuch und zwar Besser fühlen. Das ist von einem Psychologen, also die Probleme, die man vielleicht hat, ein bisschen wissenschaftlicher angeht. Also, dass man das aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ich bin gespannt. Das war auch relativ gehypt. Ist ja auch wieder ein Spiegel-Bestseller. Und werde ich in naher Zukunft auf jeden Fall auch mal lesen. Aber ich kann halt dann auch nicht nur Selbstoptimierungsbücher lesen. Also, ich brauche immer so einen Mix. Mal so ein Buch und dann wieder ein paar Geschichten. Und dann wechsle ich halt so hin und her. Aber ich glaube, dass das Buch auf jeden Fall nochmal ganz anders ist als andere Selbstoptimierungsbücher und dass das einem auch auf jeden Fall extrem gut helfen kann. Und als letztes habe ich noch die Reiseberichte von den größten Reisen seiner Zeit 1892 bis 1952. Ich finde so Reiseberichte super spannend.
Und gerade auch aus der Zeit, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich diese Zeit immer total spannend finde. Ach, ich wollte eigentlich gerade gucken, wie viele Seiten das hat, aber das gestaltet sich etwas schwieriger als gedacht. Es ist super schön gemacht, also mit ganz vielen Bildern zwischendrin von den Orten, wo dann die Reisen stattgefunden haben. Und das sind eher kürzere Reiseberichte. Also das ist, ich suche mal gerade eine Beispielseite aus. Hier zum Beispiel sieht man das ganz gut, dass das dann hier unten zum Beispiel ein Reisebericht von Paris ist. Und dann geht es halt zwar weiter mit Frankreich, aber das sind dann nochmal andere Reiseberichte. Das ist alles etwas kürzer gehalten, aber dafür halt sehr viele und sehr unterschiedliche. Ich bin gespannt, ob die alle, also ob das alles nur Reiseberichte von Burton Holmes sind oder ob das ein Mix aus verschiedenen ist. Und finde die Bilder auch einfach richtig cool. Dann kann man sich das alles nochmal ein bisschen besser vorstellen. Ich habe ein Buch vergessen. Buch, was ich nämlich vergessen habe, ist Ikigai. Das hat sich Armin am Flughafen gekauft, als wir nach Lanzarote geflogen sind. Ich habe jetzt ungefähr die, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich jetzt durch. Und das geht um eine um eine Lebensweise, und zwar Ikigai, die in Japan ziemlich groß ist. Also es ist ein japanisches Wort, das viel bedeutet wie das, wofür es sich zu leben lohnt. Und dass man mehr im Hier und Jetzt ist und Sachen findet, die sein Ikigai sind. Also dass man etwas Schönes in täglichen Aufgaben findet. Und bis jetzt finde ich das extrem gut, das Buch. Ich bin gespannt, ob das weiterhin so gut bleibt. Armin fand es auch extrem gut. Ja, bringt auch, glaube ich, nochmal eine neue Sichtweise auf verschiedene Dinge. Und ich finde die Idee auch sehr schön, dass man im Hier und Jetzt ist und die Sachen einfach genießt, die man tut. Das war es auch mit meinen ganzen Büchern, die ich bestellt habe, und meinem Sub oder Sub. Der Stapel droht auch einzubrechen. Das sind alle Bücher. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26 Stück. Bin mal gespannt, ob ich alle in diesem Jahr schaffe und ob da noch welche dazukommen. Aber so wie ich mich kenne, kommen da bestimmt auch welche dazu. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie mir die Bücher gefallen, dann abonniert mich auf jeden Fall, denn als nächstes Video wird ein Reading-Vlog kommen. Da werde ich auf jeden Fall ein paar von diesem Stapel hier lesen, damit der Stapel ein bisschen kleiner wird. Ich bin gespannt, ob sich bis dahin schon neue Bücher eingeschlichen haben oder nicht. Und schreibt mir mal, ob ihr von diesem Stapel schon welche gelesen habt. Da sind ja doch schon einige gehypte Bücher dabei, und wie ihr die fandet. Und welche Bücher ich auf jeden Fall noch lesen muss. Dann hole ich mir die auch noch. Genau. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne ein Like, schreibt ein liebes Kommentar und vergesst das Abo nicht. Und bis nächste Woche.